Zurück im Horror. Ab ins Mark. Will dich. Das Mark ist so das Letzte, was ich will. Aber Schießpulver finde ich schon mal gut. Wir sind voll. Sonst würde ich Kaffee trinken erstmal. So gute Laune aufkommen lassen. Hilft ja bei einigen. Bei mir nicht. Ich keinen Kaffee trinke. Ach ja. Also ein gute Laune-Tee wäre auch nicht schlecht. Ach, ich wollte noch kurz was testen. Warte. Ah, funktioniert noch. Muss man ja mal probieren. Ja. Wie immer. Ist halt cool, dass der Ladescreen nicht so langweilig ist. Dass die nicht einfach den normalen Ladescreen genommen haben, sondern so Zwischenwelt halt. Auch wenn die hauptsächlich schwarz ist, aber... Man hat versucht, was draus zu machen. Das finde ich schon mal toll. Das hier finde ich schon mal nicht toll. Wo soll das jetzt hier im Markt sein? Der hatte mir das noch markiert. Ach, das ist ja fast um die Ecke. Ja, fast. Bitte keine Geisterlady. Oh, ich bin froh, dass ich Hackfleischfrau weg habe. Taschenlampe, awesome. Es ist halt nicht mehr First Person und ich habe jetzt schon wieder Schiss. Weil ich mich innerlich schon auf Jumpscares vorbereite. Das Problem ist, wenn man sich auf Jumpscares vorbereitet und so jeden Augenblick drauf wartet, erwischt sich 100%. Ach, hier ist Hoffman. Ach so. Ja, dann ist alles schick. Hi. Ja, sie will nicht mit mir reden. Wir sind nicht cool genug für sie. Die Psychiaterin will nicht mit uns quatschen. Wir sind wahrscheinlich krank. Zu krank für ihren Geschmack. Ich bin da. Da, wo ich hin will, wird gar nicht drauf angezeigt. Kann das mal schon sein? Du bist doch in so eine komische Ecke. Hm. Nice, hold ice. Wie geht's dir stets? Bei solchen Symbolen haben wir früher mit Kidman in dem DLC immer mit der Taschenlampe drauf rumgeleuchtet. Dann ist immer irgendwas passiert. Ich vermisse meine Streichhölzer. Ich möchte meine Streichhölzer zurück, damit ich Dinge anzünden kann, damit die mir nicht mehr Angst machen können. Ein Stapel Akten. Ich vernichte ihn heute. Nein, das ist nicht die Stelle, wo dieses Glimmer-Kackvieh war. Dieses Candlelight-Dinner-Vieh. Ich nenne es Candlelight-Dinner-Vieh, weil es aussieht wie Wachs so ein bisschen. Auch wenn es glibberiger ist als Wachs, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist weiß, mein Gott. Komm mal hier. Kann ich nicht einfach hier durch? Und noch geht's mir gut, danke der Nachfrage. Noch. Mm-mm. Ich will nicht. Wir haben Auto-Aim an, ne? Hi. Ist da jemand? Es könnte so eine Stelle sein wie ein Outlast, wo einfach so eine Leiche, die sich erhangert, auf einmal vor dir baumelt. Und du einfach so einen halben Herzinfarkt hast und dir so denkst, danke. Wie mit der Leiche im Schrank. Ich werde dieses Erlebnis nie wieder in meinem Leben vergessen. Dieses Miststück. Danach habe ich immer Schiss gehabt, wenn ich so einen scheiß Schrank geöffnet habe. Immer! Am liebsten wäre ich dran vorbeigegangen, aber da waren halt wichtige Dinge drin. Mann. Die eine Leiche das letzte Mal in der Kanalisation, da hat mich ja auch gekriegt in First Person. Dachte ich mir auch so. Danke. Danke für dieses tolle Jumpscare-Gedöns. Waren wir hier nicht schon mal? Ist das eine Couch? Nö, ist nur ein Trenner. Das sind die richtigen... Ja, Tür. Das sind die richtigen Arbeiter. Die verstecken sich vor dir. Selbst wenn die an der Tür arbeiten müssen, also die verstecken sich vor dir. Die barrikadieren sich hinter jedem irgendeinen Scheiß. Ich habe mich schon wieder verdrückt. Toll. Was sehe ich denn da? Sind am besten, wenn du so an der Information bist oder so. So eine Scheiße. Und die Leute sich einfach hinter ihrer Theke immer kleiner werden, immer mehr verstecken. Und du denkst, es ist keiner da, weil die verstecken sie sich nur vor dir. Das sind die richtigen. Sind wir schon online? Nee? Jetzt sind wir online. Geht jetzt der Strom aus? Haben wir jetzt irgendwie das Licht? Hat wohl funktioniert.
Ich sollte zu Sykes zurück. Es kommt doch noch irgendetwas. Das kann nicht so einfach sein. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es so... Ja, es ist was in der Nähe. Ach, geh doch nach Hause. Ich will nicht. Geh einfach irgendwie nach Hause. Das Vieh kann sich doch mal irgendwie verkrümeln. Warum müssen auch die Scheiß-Server so laut machen? Vor allem hier drin ist bestimmt übelste Hitze. Es war gerade vor der Tür. Kann es Türen öffnen? Klingt aber nur wie ein normaler Zombie. Ach, hi. Leck mich. Scheiße, ich hab mich verklickt. Oh nein, es war nicht nur einer. Oh, warum müsste es mehr als einer sein? Ey! Oh, ich habe noch eine Axt. Er hat... Ah! Auf den! Spielmusik, sag mir, ob wir es geschafft haben. Spielmusik! Gut. Wollte ich doch jetzt gar nicht. Ich wollte das Gelee mitnehmen. Apropos Gelee. Das erinnert mich gerade voll an Götterspeise. Und Götterspeise erinnert mich an Grütze. Das erinnert mich daran, dass ich doch Grütze im Kühlschrank habe. Aber leckere Grütze, die nicht grün ist. Oh ja, da hier auch voll Bock drauf. Geil, Grütze mit Vanillesoße. Wieso denke ich schon wieder ans Essen? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Was macht man, wenn man Angst hat? Man denkt an Essen. Oh, erschreckt dich doch nicht. Lauf da einfach durch. Nein. Ein Crawler. Nein. Und wo muss ich lang? Hat sich einer einen Weg gemerkt? Ich nicht. Ich hab richtig... Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ach, Mann. Oh. Tschüss. Ich bin gar nicht da. Ihr habt mich nie gesehen. Ach nö, ne Witch. Warum ist hier eine verkackte Witch? Leck mich doch fett. Ach nö, das ist nicht der Ausgang. Hä? Bin ich von hier gekommen? Wo ist die Tür, die ich will? Da ist die Tür, die ich will. Hier ist Rauchen verboten übrigens. Keine Streichhölzer laut. Scheiße. Raus hier! Ich will raus! Hallo Hoffmann! Komm, ich speichere kurz, damit ich das nicht nochmal machen muss, wenn irgendwas passiert. So. Nein! Oh. Ich wollte doch gar keinen neuen Spielstand anlegen. Ich will doch keine 50 Stück haben am Ende. Keine Vorteile haben, aber. Ach, nee. Nee. Heute nicht. So, wir haben uns das Munition gespart. Kann der eine oder andere sagen, was er will? Ich spare Munition. Deswegen laufe ich. Ich nehme meine Beine in die Hand. Deswegen habe ich Athletik geskillt. Nur aus diesem Grund. Also wir haben jetzt keine Bock auf die Witch. Für mich ist das eine Witch. Das ist für mich eine weiße Hexe. Aber weiß nicht im Sinne von, die ist irgendwie friedlich oder so. Die sieht halt einfach nur so aus. Ach ja. Zum Glück war es Candlelight Dinner nicht da. Das schöne Monster. Ich habe aber die Befürchtung, wir müssen bestimmt irgendwann nochmal hier rein. Das mag wird es nicht umsonst geben. Willkommen in Post Plus. Hier ist jeder Briefumschlag günstiger. Deswegen das Plus im Namen. Oh Mann. Ach, warte mal. Wie viel haben wir denn aktuell? 7000. Wir gucken mal bei Tandy vorbei. Bei Teddy kann man immer vorbeigucken. Könnte ja sein, dass er was für dich hat, ne? Und hier können wir auch mal vorbeigucken. 140, da könnten wir... Könnten wir was draus machen. 5 können wir insgesamt machen. Ich mache mal nur 3. Oder... Ja, es war einer zu viel. Ich wollte nicht noch Schockbolz machen. Naja, egal. Warte. Oh. Mädchen, ey. Waffenverbesserung, da wollte ich doch hin.
Mensch, was geht denn da? Irgendwie reicht das nicht. Gott, beim Einkaufen geht das irgendwie besser mit den Einkalkulieren. Weiß auch nicht. Immer die Magazingröße. Schadet nicht. Feuerrate. Na, na, na. So. Ja, der Allrollstuhl. Da lande ich auch irgendwann. Wenn das hier so weitergeht. Aber nicht wegen gebrochenen Beinen, sondern wegen einem gebrochenen... Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen Stolz. Weh. Den ich nicht habe. Haben wir einen Leichenschlüssel? Nein? Aber können wir das... Nein, das können wir nicht mitnehmen. Ich habe eins. Heidi, es tut mir leid, ich habe keine Schlüssel für dich heute. Die sammelt keine Rosen, die sammelt Schlüssel. Hm. Ach ja, die List. Die List. Ach, erinnere die außer... Das wäre ja schon was Schönes, ne? Irgendwie, ich finde den Pfad hier ja super toll. Bei dem Schleichen und dem Schnickschnack und Gedöns. Aber... Irgendwie hat er mir bis jetzt noch nicht so wirklich viel gebracht. Heilung! Regeneriert Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Wenn du schaffst, kurz vor dem Tod zu heilen, würde es Sinn ergeben. Aber wenn du es nicht schaffst... Was ist, wenn du wieder so ein Tricks-One-Hit bist? Probieren das erstmal aus. Komm, Kampf. Ran an die Waffen. Oh ja, geringer Rückstoß heißt gleich bessere Zielgenauigkeit, würde ich sagen. Haben wir hier synaptischer Fokus. Drücke Y im Spiel. Was? Gott nicht. Den machen wir nicht. Hier ist wieder das Wegtreten. Das Wegtreten ist cool. Ich muss aber meine rote Gelee irgendwie aufbrauchen, habe ich das Gefühl. Ich mach mal hier eins. Rot wie Blut. Errungenschaft. Schön. Plop. Haben wir hier noch? Ach, komm. Haupttier. Komm, mach mal auch mal. All in und so. Das kostet so viel scheiß Gelee, ey. Geh mich gleich umdrehen. So, jetzt hat er bestimmt erstmal ein bisschen Kopfweh. Ich glaube, hatten wir eine neue Dia mal gefunden? Ich gehe mal bei Mizi gucken. Weil ich sie so mag. Hatten wir da was gefunden? Ja, nein, vielleicht. Netterweise hüpft sie uns nicht vor dem Hund herum. Ja, wir haben sogar noch eine. Ist schon wieder eine verpasst. Mal gucken. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Nach Beacon wollte ich herausfinden, was mit mir passiert ist. Alle sagten, ich hätte Wahnvorstellungen. Oder würde die Wahrheit verbergen. Irgendwann fing ich an, ihnen zu glauben. Dass ich vielleicht verrückt bin. Ich war so frustriert. Fühlte mich nutzlos. Die Trinkerei machte den Schmerz erträglich. So viel verschwendete Zeit. Ich hätte mich zusammenreißen sollen. Scheiße. Mach dir keine Vorwürfe, Sebastian. Wenn Mobius nicht gefunden werden will... Hör auf, mich in Schutz zu nehmen, Kidman. Ich hab's vermasselt. Sebastian, jetzt ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen. Jetzt ist die Zeit, es wieder gut zu machen. Selbstmitleid hat dich erst zum Trinken verleitet. Du kannst dir zurückholen, was du verloren hast. Verlier das nicht aus dem Blick. Hart, aber wahr. Du hast recht, Kidman. Danke. Ach ja, die gute Kidman. Obwohl ich immer noch darauf warte, wer auf uns hier drin warten soll. Weil sie meinte ganz am Anfang, irgendjemand wartet hier auf uns. Es ist die Katze. Ganz klar. Hier. Dankeschön. Ich möchte mit dieser Katze kuscheln. Aber ich habe ja selber einen Kater hier, der nur gerade nicht da ist. Mein Kuscheltier. So, haben wir das auch erledigt? Können wir uns überhaupt... Ach nee, wir müssen Sykes-Erwähnen informieren. Ne? Will er das... War gerade mein Lebensparken runter? Ja, wir müssen eh da in die Richtung. Hier eigentlich noch. Ach, der ist tot. Gut. Wenn er tot ist, hat er keine Not. Oder ist er nicht in Not, besser gesagt. Erstmal einen Kaffee. Irgendwie ist mein Leben schon wieder am Arsch. Und hi, Usurpator.
auch. O-O-Z-O, ja. So sieht die Welt auch viel freundlicher aus. Ich will nicht wieder da raus. Ja, das hat sich gerade geändert. Warte. Ist das das Haus gewesen mit der Garage, wo ich gerade so reingekommen war? Wegen Kotzi und so? Oh nein, geh weg, ich höre sie schon. Ich höre sie schon. Gehen sie weg. Ach, das ist doch kacke, da stehen sie auch schon wieder. Die müssen es da alle mal schuppen. Dass sie alle mal einfach mal umfallen. Geh, glaube ich, da lang. Aber da könnte jetzt unsere Geisterlady wiederkommen. Scheiße. Es ist scheißegal, welchem. Warte, ist die Säge-Mettfrau noch da? Rennt die hier noch rum? Ich hatte das schon wieder voll vergessen. Scheiße. Meine. Ist doch kacke, wenn man das so, wenn dann irgendwie so eine Woche Pause macht und schon wieder alles vergessen hat. Schlimm. Sowas in jungen Jahren. Eieiei. Wieso ist da so Nebelgedöns? Achso, das ist einfach nur das Bein. Ich finde es witzig, dass das Auge irgendwie Beine entwickelt. Oder sind es Arme? Man weiß es nicht. Jedenfalls ist das Auge nicht allein. Das ist aber eigentlich interessant gemacht, dass die das Auge wieder integriert haben. Vor allem, diesmal richtig. Wir kannten aus dem ersten Teil nur dieses Auge von Bildern. Wo man dann wieder Zeug rein interpretieren konnte. Und jetzt kennen wir das Auge ja auch in Augengestalt. Also eigentlich ist es ein Kameraauge. Sogar ein AS-Modell. Nee, es heißt Modeus. Ein Veritas AS Modeus. Steht sogar seine Nummer drauf. Ich gehe hier mal lieber rein. Da ist irgendwie ein Zombie hinter mir. Der haucht mich da so von hinten an. Das ist nicht so angenehm. Oh, Claire de Lune. Ich wusste, sie schaffen es. Und ich wusste, dass wir uns wiedersehen. Warte, bist du? Ach, da sitzt er doch. Blinder Stockfisch. Blinder Stockfisch. Gott. Ist hier noch irgendwas gespawnt? Hallo? Normaler Freitagabend. Ach ja. Die andere Sequenz kriege ich gar nicht rein, weil die bestört hier die von Stefano. Ja, immer wieder schön. Ich weiß nicht, ob das seine Opfer manchmal sind oder ob das sich einfach einen schönen Abend macht. Doch, A drücken. Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen. Aber ich bin doch viel zu schwach mit meinem Gummiarm, die Kackkiste zu öffnen. Hm, doch nicht. Was haben wir denn da Schönes? Bolzen. Ah, okay, es ist eine Handvoll Waffen. Nice, Halbautomatikpistole. Macht halt weniger Schaden. Ah, will ich nicht. Die macht zwar leiser, aber weniger Schaden ist scheiße. Brauche ich denn 3-Schuss-Profi? Das ist doch kacke. Lieber laut und 2-Schuss als leise und 3-Schuss. Das ist doch ganz klar, Mensch. Ich will mich doch hier nicht stundenlang mit den Viechern vergnügen und die ärgern. Eigentlich könnte man, wenn du in die Schusswaffe so wie so Nägel reinmachen würdest, damit könntest du die bestimmt schön piesacken. Bestimmt witzig. So, jetzt können wir uns ja eigentlich. Genau, Stefano widmen. Will ich das überhaupt? So habe ich hier 2 Dinger. Besitzt ihr den Kommunikator? Ach ja, es sind 2 Kunstwerke. Stimmt, stimmt, stimmt. Eine schöner als das andere. Das eine ist, glaube ich, die schwarze Ballerina mit den Waagschalen. Oder war es die weiße? Eine Bild war mit sehr vielen Köpfen. Das andere Bild war mit weniger Köpfen. Irgendeine atmet hier so schwer. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ich bin's nicht und ich bin erkältet.
Du bleibst bitte liegen. Dankeschön. Was ein Held. Aber zumal ich immer noch nicht weiß, wie ich das anzünde. Sackgasse? Nö, komm hier rüber. Was macht da so laut? Du bist so ein Arschloch, Alter, du Auge. Nein! 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 Sie ist da! Gehst du deinem Freund nach Hause, wenn du überhaupt einen hast? Oder geh zu Laura? Ihr passt super zusammen, ihr beiden. Ihr werdet bestimmt beste Freundinnen. Nee, die Witch da, die muss gerade auf ihr Leben klarkommen. Ich wühle erstmal Müll zum Eins. Dürfen wir es hier nicht so laut machen? Wenn die Kommunikator ausrüstet, warte. Ich sollte hier nicht so laut machen, sonst kommt meine Freundin noch. Romet. Ich höre immer noch da hinten die Witch. Hahaha, ja, schöne Scheiße, ja. Gehst du mal bitte weiter? Rechts vor links und so, ich hab Vorfahrt. Komm, ist das zwar aus der Seitenstraße, aber scheißegal. Busch. Die hat Spaß? Das ist ihr Spielplatz? Ihr Spielplatz? Die kann durch Dinge gehen. Die ist gerade durch einen halben Bus gegangen. Muss ich hier rein? Scheiße. Geh mal weiter. Bitte danke. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, ja. Nimm deine. Die hat am Arsch einen Arm. Der hängt da so rum. Lol. Leise, mein guter Leise. Wäre so witzig. Oh, jetzt will Kaffeeautomaten und sie gehen nicht. Gehen die? Nee, aber die Schublade geht. Das leuchtet übelst. Geil, Kamin.